und Kies und so weiter. Das mache ich gleich noch. So, Kies und Feuerstein hatte ich ja, glaube ich, auch aufgesammelt. Na, da ist er. Was haben wir noch? Sandstein brauche ich noch. Den glatten brauche ich erstmal nicht. Der kann weg. Aber wir brauchen noch ordentlich Sandstein. Ob das reicht. Also noch ein bisschen ordentlicher Sandstein. Und dann brauchen wir Diorit. Und was ist das? Achso, von dem Skelett. Ja, ja. Wo sind denn meine Dingenskirche? Ich tue das mal einfach irgendwo alles rein. So. Dann brauchen wir Diorit und Granit, von dem wir ja jetzt wieder genug haben. Und es ist schon wieder weniger geworden. Und da müssen wir beide natürlich noch polieren. Der ist schon poliert. Der Granit noch nicht. So, und dann machen wir was, was wir auch in der Kopie gemacht haben. Das Ding brauche ich wohl nicht. Dann können wir das nämlich so machen. Sandstein, Granit, ja, genau. So, wir wollen nämlich noch was machen. Was ich auch in der Kopie getestet habe und was unheimlich doll aussah. Und da gehen wir auch hier hin. Und gehen dann, ja, hier ist richtig, hier ist noch ein bisschen finster. Da müssen wir noch ein bisschen was hin als Lampe ausleuchten. Nicht, dass wir da böse Überraschung erleben. So, dann gehen wir nämlich hier hin. Habe ich mein Bett mit? Ja, da oben ist es. Und dann gehen wir hier mal runter. So, ich habe nämlich in der Kopie. Ah, blaues Glas können wir noch. Blaues Glas. Nehmen wir mal diesen Weg. So, wo ist blaues Glas? Haben wir überhaupt noch blaues Glas? Wenn wir kein blaues... nicht so viel. Aber wir können natürlich Glas färben. Das ist ja kein Problem, weil wir ja sicherlich ordentlich viel Lapis Lazuli haben. Genauso ist es. Blaues Glas. So, dann machen wir mal erstmal Lapis Lazuli. Da draus und dann blaues Glas. Wie ging das jetzt? Alles hier so. Ach, ich bin ja begeistert. So, okay. Wir brauchen sehr viel blaues Glas. Das könnte allerdings schon reichen. Also tun wir den Rest Glas wieder weg, den wir nicht haben. Wir tun den Rest Lapis Lazuli weg. So, okay, jetzt aber. Jetzt aber. Wetter dich dabei, na, hatte ich geguckt. Es ist auch mittags. Okay, wir werden nämlich diesen Turm nach unten verlängern. Werden wir erstmal hier
das hier alles wegreißen. So, ich hatte... So. Ich hatte in der Kopie das von außen gemacht. Ich mache es jetzt mal von innen. Nehmen das mal alles weg. Hier. Auch wenn wir den nachher wieder einsetzen, aber... So ist das dann ein bisschen besser, denke ich mal. So, wir haben ja da, genau, hier haben wir ja schon angefangen umzubauen. Hallo. Kobbel. Hatte ich doch bestimmt da schon ein paar ausgekloppt, genau. So, das wird jetzt hier alles versandsteint. Das hier wird alles verdioritet. Habe ich da etwa auch Sandstein jetzt hingemacht? Nein, da ist noch gar nichts drin. Da würde nämlich eigentlich, wenn man es sehen könnte, ja, ich mache mal die Rätin, auch wenn man es nicht sieht, aber ich sehe es ja, ich weiß es ja. So, dahin. Das kommt weg. Dafür kommt da Granit hin. Und Diorit. Das kommt weg. Was ist das hier? Habe ich da Stöfchen gemacht? Ja, habe ich sie aufgesammelt. So. Dann kämen wir nämlich jetzt hier auch blaues Glas rein. Ne? So, da kommt hier Diorit hin. Und... Das hier kommt weg. Da kommt das hin und da und da und da und da. So. Dann muss das noch weg. Das waren wieder Stufen. Da kommt wieder das hin und das hin und blaues Glas und entsprechend kommen dann da die. Diorit und so ein Kram hin. Und darunter der polierte Granit. Und was habe ich vergessen? Leitern. Oh gut, dass ich das jetzt noch merke. Echt gut, dass ich das jetzt noch merke. Können wir hier nämlich gerade noch mal wieder hoch. Ich sammle ich lieber noch ein.
So. Leitern habe ich noch vergessen. Leitern, und dann kann ich mich gleich mal ins Bett legen. Das ist natürlich das Schöne im Kreativ, da kannst du nichts vergessen. Da hast du immer alles dabei. So. Leitern, wo habe ich die? Das waren Holzprodukte, da sind sie, genau. Gut geschätzt. So, dann machen wir gleich mal eine ganze Latte hier runter. Also wir brauchen dreimal und hier dann den. Und dann haben wir hier überall Leitern dran zu setzen. Dann hat sich das. So, jetzt können wir hier nämlich zumachen. Wieder. Und dürfen natürlich nicht vergessen, auch entsprechend auszufackeln. Also fackeln wir mal hier aus. Genau. So, damit haben wir jetzt diese Etage wieder hergestellt und jetzt geht es weiter in der nächsten. Hier war nämlich die Spitze, eine Spitze nach unten von dem Turm und das wollte ich jetzt nicht mehr haben. Jetzt wollen wir den Turm ganz runter bauen. Du darfst noch mit weg. Und irgendeine Wand. So, und ihr seid auch noch da. Das ist prima. Und dann gehen wir hier 3. Hier braucht er kein Fenster rein, damit er ja sowieso nirgendwo hingucken kann. Und hier kommt dann der Diorite. Wird es schon wieder dunkel? Nee. Es ist hier generell dunkel. So, wo sind wir hier? Da sind wir. Also die können wir gleich mal mit weghacken. So, da haben wir hier wieder einen hin, nicht wahr? Hier käme dann wieder Sandstein. Hier Diorit. Hier Diorit. Und das andere Zeugs. Thank you.
reißen das mal alles ab hier. So, haben wir hier also den, was heißt da, Diorit, wie heißt da? Ja, das ist Diorit, das andere war kein Diorit, das war Granit. Meine ich natürlich, so. Und hier dann. Zack. So, zack, zack, zack. Und Glas. Brauchen wir wieder Glas. Und da dehnt die Rätern. Hier dann alles mit Granit unterbaut. Ich hoffe wirklich, dass wir genug haben. Sonst müssen wir das hier halt fertig zurücklassen. Das gefällt mir eigentlich nicht. Ja, machen wir doch erstmal hier. Lassen wir noch mal ein bisschen weiter nach unten ausbuddeln. Da müssen wir eh hin. Hier war alles Granit. So, hier kämen dann die Treppe dahin, weiter mit der Treppe. Eins, zwei, drei. Da unten irgendwo der Granit rein. Und dann wieder Treppe. Sag mir, wenn es dunkel wird. Ich bin so vertieft hier, dass ich das praktisch gar nicht mitkriege. So, dann können wir nämlich hier den Boden hinsetzen. Haben wir noch genug? Na, mal sehen. Also. Ja, das ist natürlich falsch an der Stelle. Da brauche ich doch mehr Granitboden, als ich eigentlich dachte hier. Und hier käme Sandsteinen. Und hier wieder Diorit. Und hier käme dann Lichten. So, haben wir dann erstmal so weit. Und können dann gleich mal in die nächste Etage gehen und dann das von unten hoch bauen irgendwie. Also irgendwie kriegen wir das schon hin. Ist also kein Problem. Hopsa, ein bisschen sehr niedrig da. Jetzt aber wirklich finster. Vielleicht sollte ich erstmal überhaupt dieses ganze Ding nach unten bauen hier, was meint ihr? Dass man sozusagen hier erstmal alles abbaut und die ganze Treppe ganz nach unten, wohin sie auch gehen mag. Gut, ich weiß, wo sie hingeht. Dann nehmen wir erstmal den Korbel.
So, und da sind wir nämlich schon unten, wo wir hin wollen. Nicht wahr? So, so, Fall. So, da kommen wir nämlich raus. So war das gedacht. Jetzt weiß ich nicht, ob ich die Abstände richtig habe. Das sehen wir dann aber nachher noch. So, hier käme dann nämlich die Treppe endgültig herunter. Eigentlich war ich jetzt da gar nicht gedacht. So. Dann können wir uns gleich mal hinlegen. Hier. Hier steht doch sicher noch ein Bett rum, oder? Eigentlich noch drin. Oh, Kurbel noch und noch. Alles Mögliche. Okay, da kein Bett rumsteht, stellen wir eins hin.